Ich habe gesehen, was das Leben ist. Leiden, Elend, Hunger und unbeschreibliche Grausamkeit. Ich habe das Gröhlen aus den Tavernen gehört und das Stöhnen verkommener Menschenbündel aus der Gosse. Ich war Soldat und habe meine Kameraden in der Schlacht fallen oder in Afrika langsamer noch unter Peitschenhieben zugrunde gehen sehen. Ich habe sie in ihren letzten Augenblicken in meinen Armen gehalten. Das waren Männer, die haben das Leben so gesehen, wie es ist und sind dennoch in Verzweiflung gestorben. Nichts von Ruhm und nichts von tapferen letzten Worten. Nur Verwirrung in ihren Augen und die wimmernde Frage, warum? Ich glaube nicht, dass sie gefragt haben, warum sie sterben mussten, sondern warum sie gelebt haben. Wenn das Leben selber als verrückt erscheint, wer soll denn dann noch wissen, wo der Wahnsinn liegt? Vielleicht ist es Wahnsinn, sich Träumen hinzugeben. Vielleicht ist es auch Wahnsinn, normal zu sein. Aber ganz gewiss ist es der allergrößte Wahnsinn, das Leben so zu sehen, wie es ist. Und nicht so, wie es sein sollte.